Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Yes, mein Name ist Dennis immer noch, a.k.a. Fragrance aus Hamburg. Yes, und heute möchte ich euch mal eine, oder die beste vielleicht, Fragezeichen, Alternative zu diesem Meisterwerk Alexandria 2 von Surtschaft aus der Oud Stars Reihe ans Herz legen oder beziehungsweise vorstellen. Ich kenne jetzt so viele Zwillinge von diesem Duft. Es gibt auch, glaube ich, nicht so viele. Viele meinen immer, ja, der riecht eh nicht. Ja, aber das ist hier, wer den Duft kennt, muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ein Meisterwerk im Flakon, ein Meisterwerk, was Rose, Oud angeht und so weiter. Der ist schon wow. Und jetzt, ja, wurde ich fündig aus der etwas neueren Zara-Kollektion. Ich glaube, das müsste die Woody-Kollektion sein. Da habe ich 1 bis 3. Und Nummer 1 ist der Som Woody. Da haben wir ihn. So. Muss ich wieder etwas sauber machen. Hier, meine Fresse. Som Woody, ja. Flakon. Hier oben Holz, Plastikholz, ne, was auch immer. Gut gemacht. Und gleich vorweg, soweit guter Sprüher. Und der Preis, muss man ja erwähnen, 17,95 €. Also 18 Euro. Und ist es denn nun wirklich eine gute Alternative? Oder vielleicht, wie ich es gelesen habe, zu 95% Alexandria 2. Da habe ich auch schon gesagt, zu 95% soll dieser Duft wie Alexandria 2 riechen. Vorweg, wir fangen mal an. Flakon, gut. Muss man nicht so sagen, gebe ich eine 8. Liegt gut in der Hand. Guter Sprüher habt ihr gesehen und sind 100 ml. Und ja, kommt gut. Zum Duft. In der Luft, gleich vorweg, in der Luft habt ihr tatsächlich Alexandria 2. Yes. Ihr mag, also wer das nicht glaubt, es ist Fakt. Wirklich, in der Luft. Ist das aber das Wichtigste? Meistens ist es ja für die Leute, ihr geht ja an einen vorbei. Ne? Da, die Leute kommen ja nicht bei euch ran und sagen, ach, lass mal riechen, Digga. Nein, das passiert ja nicht, sondern in der Luft. Wenn man die jetzt 1:1 testet, wie ich es gemacht habe, hier den Woody hier und hier natürlich Alexandria 2, dann habt ihr natürlich Unterschiede, weil, jetzt muss ich doch tatsächlich den Kumpel hier nochmal holen, dieser Duft, das Meisterwerk, einfach dunkler, tiefer, schwerer ist. So, da gibt es, sag ich mal, die ersten 30 Minuten, nicht wirklich ein 1:1 und auch nicht 95%, sondern da ist man, sage ich mal, bei, ja, sagen wir doch mal 75%, 70%, ja, 70, 75. Das muss ja auch nicht so sein. Das heißt aber nicht, dass dieser hier schwach ist. Nein, gleich vorweg, Haltbarkeit 8 Stunden. 8 Stunden, das ist gut. Nicht so wie er hier, der hält natürlich etwas länger. Und die Tiefe ist hier einfach, ihr habt ja auch Lavendel, Zimt. Wenn ich mich nicht ganz täusche, habt ihr hier auch. Hier ist aber noch Apfel in der Kopfnote drin. Ich benutze den wirklich, also das ist für mich ein Meisterwerk. Deswegen war ich schon so interessiert an diesem Duft, um einfach zu sehen, weil, wie gesagt, der ist teuer und nicht jeder, nochmal, ich wiederhole es immer, nicht jeder kann sich den natürlich leisten und man könnte natürlich sparen und so weiter und so fort. Aber das geht heutzutage auch nicht immer so leicht und ins Minus zu gehen. Ich habe ja letztens auf TikTok ein Video dazu gemacht und hier schon vor ein paar Monaten ein Short-Video auch. Leute, Vorsicht, geht nicht in Minus. Heutzutage gibt es ja so viele Sachen, wo man ins Minus mitgehen kann oder einfach mal sich Geld leihen kann. Das solltet ihr nicht machen, weil da kenne ich ein, zwei Leute, spart lieber und so weiter und so fort, da kommt man sonst schwer wieder raus, Leute. Das mal kurz am Rand der Real Talk da wirklich zu, das ist auch ernst gemeint, ne? Bei mir ist alles ernst gemeint, davon abgesehen. Und das ist nicht nur Geschnacke und natürlich stelle ich die vor, natürlich möchte ich die euch ans Herz legen zu kaufen, weil es ist ein geiler Duft, so, oder es sind geile Düfte, die ich vorstelle. Also, ne, will die nicht haben, wenn ihr gerade Duftfans seid, sorry. Aber vorsichtig. So, und deswegen auch mal die günstigen. Und Zara ist im Moment schon so gut und sie benutzen einfach auch Parfümiers, die große gemacht haben. Sie haben Alberto Moreas jetzt aktuell am Start und so weiter und so fort. Und deswegen, ja, ich schweife ab. Ihr merkt das. Das ist für mich einfach das, ja, die Leidenschaft, ne? Wenn die Leidenschaft durchkommt. Hier ein Eau de Parfum von Zara. 8 Stunden am Start, da war ich stehen geblieben.
Und ja, in der Luft wirklich identisch, aber auf der Haut so die erste halbe Stunde, 45 Minuten müsst ihr warten. Dann sind sie sich wirklich identisch. Nur, dass der wirklich immer noch stärker ist und einfach die Tiefe hat. Es mag sein, dass das auch das Oud ist, logischerweise, was hier denn stärker einfach präsent ist, die Note. Und er hat hier auch nicht wirklich die Haarspray-Note, nicht so doll, ganz wenig. Was aber nicht schlimm ist, ich sage ja immer, das ist auch nicht schlimm. Also viele haben am Anfang, wo ich das erste Mal erwähnt hatte, jetzt sage ich es ja öfters, das ist positiv gemeint, diese Haarspray-Note, die ich immer wahrnehme. Die, das teure L'Oreal-Haarspray, das goldene, was meistverkaufteste Haarspray der Welt ist, so riecht das so ein bisschen im Background. Dann habe ich auch so ein bisschen, zum Beispiel, schokomäßig, so einen schokoladenmäßigen Style im Background. Was ist ja gar nicht dabei. Hier ist keine Schokolade dabei, soweit ich das weiß. Und Rose, Oud, Zimt, Apfel, Lavendel ist hier drin. Und trotzdem nehme ich das wahr. Jeder nimmt ja was anderes wahr. Das ist hier nicht der Fall. So, jetzt nehme ich den mal weg. Es geht um diesen. Aber man könnte auch sagen, dass dieser Sam Woody auf jeden Fall Alexandria 2 Light ist. So, oder Fresh. Das ist wirklich gut. Was soll ich anders sagen? Also, Leute. Ja, ihr habt eine leichte Haarspray-Note, sie ist ein bisschen frischer, die ganz extrem starke Tiefe. Für Leute, die das nicht mögen, zum Beispiel an Alexandria 2, wäre der auch hier was. Also, ich möchte niemanden davon wegkriegen. Hier, kauft euch, lasst das mit den Search of, wie gesagt, Search of meiner Lieblingsbrand. Das ist auch eine Alternative, wie gesagt, weil die Stärke hat er, die Tiefe starke hier, Stärke hat er nicht. Aber trotzdem strahlt er in der Sillage auch gut aus. Also ihr werdet wahrgenommen, er ist gut. Das ist ein wahnsinnig guter Duft. Nicht synthetisch, gar nicht. Also was Zara aktuell macht, muss ich sagen, ist wirklich gut. Wenn man sich überlegt, dass dieser Duft 17 oder 18 Euro kostet. So, im Gegensatz zu 200 etwas. Fakt ist natürlich, ist Alexandria 2, das ist meine Nummer 1. Das wird sie auch bleiben, weil gesagt, die Tiefe, die Stärke, das Oud, ich mag es einfach. Aber Sommer, im Sommer ist dieser Duft, das ist echt nice. Ihr könnt sprühen, das könnt ihr auch mit, ne, warte. Ja, das ist geil hier. Ich meine, ganz ehrlich, das kann ich hier auch mitmachen, natürlich. Ich meine, einer meiner Lieblingsdüfte. Ja, der ist tiefer. Der ist tiefer. Also viel stärker, also dieses... Auf die Fresse. Ne? Also das habt ihr... Doch, ihr merkt schon, das ist einfach nochmal eine andere Liga. Aber für mich absolut nicht wegzudenken, gibt ihr eine 9, wirklich eine 9 von 10 Punkte, weil es ist einfach eine Light-Version. Sie ist wirklich gut. Ja, so könnt ihr das wirklich sagen. Es ist einfach eine Light-Version. Im Sommer zu tragen, im Büro zu tragen. Ihr müsst hier aufpassen bei Alexandria 2 im Büro. Ne, man kann das machen. Man kann auch in Sommer. Ich habe einen Kumpel, der trägt den auch im Sommer. Also den Alexandria 2 kann man machen, muss man aber nicht. Und deswegen, wenn man nicht selber sich ja so ein bisschen volldröhnen will, dann ist dieser wirklich gut. Sam Woody, Eau de Parfum von Zara. Was soll ich anders sagen? Also, das ist mein Fazit. Eine sehr gute Alternative. Vielleicht sogar die beste auch. Aber es ist eine Light-Version, die trotzdem 8 Stunden anhält, eine gute Ausstrahlung hat. Was wollt ihr mehr? So, was wollt ihr mehr? Auch für die Leute, die den Alexandria 2 haben, wäre der was, weil, wie gesagt, im Sommer wird er einfach besser funktionieren. So, das ist einfach so. So, Leute, schreibt mal runter, kennt ihr schon diesen Duft? Und ja, ich bin wirklich begeistert. Er kommt natürlich, er wird ihn nicht überholen, er kommt auch nicht dran vorbei an Alexandria 2. Alexandria 2 ist einfach ein Brett und deswegen bleibt es einfach da stehen. Aber eine wirklich super Alternative, weil 18 Euro. Ja, Leute, 18 Euro. So, Leute, dann haut rein. Peace. Und bis zum nächsten Mal.